Herzlich willkommen zu der neuen Folge Minecraft Phoenix. Ich bin Ronja und wir haben letztes Mal den Phoenix besucht, haben eine kleine Quest gemacht, haben schon mal die ersten Anfangsquests aus dem neuen Zeitalter gemacht und haben deswegen richtig, richtig, richtig viele Diamantsachen. Wir haben so viele Diamantsachen gekriegt, weil es immer Diamantboxen als Belohnung gab. Und wir haben jetzt auch eine gute Menge Geld. Ein Wallet habe ich leider immer noch nicht. Weißt du? Ja, wisst ihr? Sorry. Ein Wallet brauchen wir auch nicht. Wallet haben wir nicht nötig. Wallet ist was für Anfänger, ja? Wir haben eine zweite Diamond Pickaxe. Und zwar habe ich mir überlegt, ja? Für diese Edelstein-Quest, Diamant-Quest. 10 Blocks sind halbwegs viel, weil Diamantblöcke natürlich nicht so einfach zu finden sind. Das heißt, der Masterplan ist folgender. Wir bauen... Moment, ganz kurz. Wir bauen einfach einen ab und dann setzen wir den wieder hin und dann bauen wir wieder welche ab. So. Troller Image spielt richtig hart. Ich habe mir überlegt, wir trollen Tops, okay? Tops hat dieses Unding hier in diese Gegend gesetzt. Ich weiß nicht, was das sein soll, wenn ihr das höchste Haus habt. Ich habe keine Ahnung. Es sieht grauenvoll aus, okay? Es ist eine Verschandelung der Umgebung und ich fühle mich persönlich beleidigt durch das Ding. Von daher würde ich sagen, wenn es einer verdient hat, dann hat es Tops verdient und wir trollen ihn. Und zwar habe ich mir da schon was Kleines überlegt. Ja, ihr erinnert euch an letzte Folge, als ich schon gesagt habe, oh ja, Tops will ja unbedingt das Villager-Dorf für sich haben. Erinnert ihr euch? Er hat nämlich immer gesagt, oh ja, irgendwann baue ich das Villager-Dorf aus und dann wird das richtig schön und keiner von euch, bitte claimt nicht das Villager-Dorf. Ihr wisst genau, was wir machen. Ey, Zombie, lauf. Lol, yeah. So, wir claimen das Villager-Dorf. Tja, Tops, du hast es richtig gehört. Wir claimen das Villager-Dorf. Ätsche, bätsche. Hier ist das Haus. Das habt ihr schon gesehen. Und, ja, falls ihr es noch nicht gesehen habt, das Haus von Baby Ronja ist in letzter Folge hier einmal kurz gezeigt. Hier sind unsere Pferdchen und Einhörner und was auch immer. Und wir reiten jetzt mal mit dem hier, mit einem von diesen Nightmare-Einhörner-Kombinations-Monster-Viechern. Weil die sind relativ schnell und relativ cool. Und zwar folgender Masterplan. Wir gehen jetzt erstmal zum Spawn. Weil am Spawn können wir nämlich Chunks kaufen. Das heißt, wir kaufen ein paar Chunks, ich weiß noch nicht genau wie viele. Mal gucken, vielleicht gibt es ja auch Quests, die wir vielleicht dabei noch abschließen können. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das heißt, wir schauen jetzt erst einmal, was kaufen wir? Wie viele kaufen wir? Wir trollen Tops, wie gesagt. Wie viele kaufen wir? Und dann, ich glaube 5 ist eine gute Anzahl, oder? Mit 5 kriegen wir relativ viel von dem Villager. Chunks and Claim kostet 40 Dollar. Ich weiß, dass, beziehungsweise Euro oder was auch immer Minecraft für eine Werbung hat. 2, 3, 4, 5. So, Flo hat schon richtig viele Chunks. Ich weiß, dass Tops von der Ökonomie noch nicht so gut ist. 25 ist ein bisschen viel, das schaffen wir jetzt nicht. So viel Geld habe ich nicht dabei. Das heißt, er wird kein Geld haben, um das Dorf wieder zu entclaimen. Und dann braucht er nochmal Geld, um dieses Dorf zu kaufen. Das heißt, er müsste im Endeffekt das Dreifache ausgeben. Das heißt, einmal 20, um die Chunks zu kaufen und einmal 40 für jeden Chunk, den er entclaimen will. Und wenn wir 5 Chunks einfach im Dorf claimen, dann ist das viel zu viel Geld für ihn und er hat das nicht. Und dann, ja, würde ich sagen, haben wir erfolgreichst die Trolling-Quest abgeschlossen. So, ich würde sagen, wir bauen hier einfach quer eine Linie durch. So, zack, 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 zack. Und 5. Bam. Wunderschön. Oh mein Gott. Seht ihr das? Findest du es auch wunderschön, mein Pferdchen? Ich glaube auch. Wie gesagt, 25 Chunks können wir leider nicht abhaken, aber die Quest... Ey, wer greift mich denn jetzt an? Hey, Pferdchen! Sag mal, was ist denn jetzt los? Was ist denn los mit dir, Pferd? Okay, vielleicht wollte es mich nur vom Zombie warnen. Geben wir ihm mal... Seht ihr, wie low das Pferd ist? Ich habe diese Eisendorn-Verzauberung auf meiner Rüstung. Das heißt, wenn mich Leute angreifen, oder auch mein Pferd, dann kriegen sie selber Schaden. Und... oh, wir haben Name-Tag gekriegt. Und wie man vielleicht sieht, hat das Pferdchen ganz schön viel Schaden gekriegt. So, wir healen uns mal. Das Pferdchen regeneriert dann ja auch. Armes Tier, es tut mir leid, ich wollte dich nicht schlagen. Bitte verzeih mir. Aber du hast mich einfach angegriffen. Frechheit. So, dann reiten wir nämlich wieder nach Hause. Team Drache. Ich muss sagen, ich habe schon ein paar Fanarts gekriegt, ja? Die sahen schon echt cool aus und es ist auch eine coole Idee von euch. Wir hängen überall Team Drache, Logos, Wappen, was auch immer auf. Das heißt, zeichnet fleißig. Es gibt eine... Moment. Es gibt eine Chance, dass ihr in die Videos kommt. Beziehungsweise, dass eure Bilder in die Videos kommen. Und dann... Oh. Hoppa,
Hoppala. Ich wollte dich nicht töten. Nein, das, wie gesagt, die kriegen halt Schaden, wenn die gegen mich laufen. Und dann habe ich halt einmal drauf gehauen. Es tut mir so leid. Bitte, mach dein neues Pferdchen. Nein, oh, warte, es wird kein schwarzes mehr. Och, Menno. Ich wollte es wirklich nicht töten, glaubt mir. Das war nicht meine Absicht. Aber es hat mich einfach so angegriffen. Kommt schon. Ah, nein, das war nicht der Plan. Okay, dann könnt ihr mich jetzt offiziell Ronja 20 Pferdemörderin nennen. Okay. Naja, wir haben ja noch, den Pegasus. Mit dem können wir vielleicht was Neues kreuzen. Keine Ahnung, was weiß ich. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Das wäre doch auch schön. Dann haben wir hier jedenfalls... Ich weiß nicht genau, ob das ein Bug ist oder ob das so sein soll, dass die Karotten nicht weniger werden. Dann können wir hier nämlich nochmal ein Alihorn machen aus dem einen und dem Pegasus. Davon kann man natürlich nie genug haben. Die sind mega cute. Und das wird ja auch unsere nächste Geschäftsidee. Das heißt, da müssen wir schon mal vorproduzieren. Und dann... Dann haben wir das immerhin. Oh Mann, ich bin immer noch ärgerlich. Wieso habe ich denn das schwarze Pferd getötet? Das war nicht der Plan. Okay, irgendwie funktioniert der Baum übrigens nicht. Ich weiß nicht genau, was da los ist. Was... Achso, das ist Phoenix. Was ist eigentlich die nächste Quest? Trolle einen Mitspieler noch härter. Habt ihr da vielleicht gute Ideen, was wir machen könnten? Ansonsten muss ich mir was überlegen. Ich habe sogar eine Idee. Und zwar, ich habe nämlich gehört, dass man... Bei Photoshop habe ich übrigens den Plan... einfach ein Bild von Flo zu nehmen. Und verratet sie ihm nicht, aber es wird wunderschön. das können wir alles noch nicht machen. Ich will jetzt auch nicht so durch die Quests durchrushen. Das macht ja auch keinen Sinn. Wir wollen ja einfach nur gucken, was bietet sich an in den Folgen, was nicht. Für die Trolling-Quests, ja, habe ich mir überlegt, machen wir uns mal ein paar Tränke. Wir haben jetzt ja... Momentchen. Wir haben jetzt ja gelernt, dass Baby Ronja einen Haufen Nether-Sachen hat. Das heißt, wir statten ihr jetzt auf jeden Fall mal einen Besuch ab, holen uns ein paar, ich glaube, Nether-Warzen hatte sie auch. Und soweit ich weiß, braucht man Nether-Warzen für Tränke. Das heißt, wir nehmen uns ein bisschen Essen mit. Wir machen uns auf den Weg. Dann kann die eigentlich mal wieder mitkommen. Ich weiß gar nicht, warum die ganze Zeit in ihrem Haus sitzt. Die soll mich mal auf meine Abenteuer begleiten. So, dann können wir nämlich schauen, dass wir ein paar Tränke craften und da vielleicht ein bisschen coolere Fallen machen als, naja, du fällst halt in ein Loch. Weil das ist momentan so das Ausmaß an dem, was wir tun können. Hallo Baby Ronja, wie geht's dir? So, du musst nicht für immer hier sein. Du musst nicht einsam sein. Komme mit mir, meine treue Gefährtin. Darf ich mir... Moment, ich gebe dir ein bisschen was zu essen. Moment hier. Oh, nee, ich kann dir nichts zu essen geben. Okay, ich wollte dir was zu essen geben. Der gute Wille war da. Hier hinten ist nichts. Genau, hier sind Netherwarzen. Das heißt, wir bauen jetzt einfach mal ein paar davon ab. Und, ey, die greifen mich an, wenn ich die abbaue. Okay, interessant. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Wahrscheinlich nicht so viel. So 3, 4 sollten auf jeden Fall reichen. Und dann, man kriegt ja sogar mehr, wenn man die abbaut. Nice, nice. Jetzt sollte uns Babyron ja auch folgen. Und dann haben wir jetzt erstmal die Grundmaterialien, die wir brauchen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie man sonst Tränke craftet. Ich weiß nicht... Wie Flo seine gemacht hat. Weil wir waren ja eigentlich noch nicht im Nether. Aber vielleicht gibt es da noch einen anderen Weg, den ich nicht kenne. Ich kenne den guten alten Weg mit, du baust dir so eine Braustation. Oh, hallo Baby Ronja, jetzt ist sie mitgekommen. Seht ihr das? Ach, wunderbar. Genau, du baust dir so eine Braustation. Dafür braucht man, glaube ich, diese Glowstäbe. Die kriegt man, die haben wir gekriegt. Von ihr, dann haben wir hier, Steine, Cobblestone. Ich weiß nicht, ob man dafür die cleanen Steine braucht oder Cobblestone, deswegen nehmen wir beides mal mit. Genau, diese Blaze Rods. Und dann können wir uns hier diese Brewing Stands bauen. Und mit den Brewing Stands können wir dann nämlich, soweit ich weiß, Solid Air. Interessant. Da kann man bestimmt was Lustiges mitmachen. Oh, ich bin hyped. Ich bin so hyped für die Fallen-Quests. Ich weiß gar nicht warum, aber oh mein Gott, das ist echt... Okay, obwohl so viel Damage macht er nicht. Der ist jetzt nicht so unglaublich gut. Aber mal gucken. Mal gucken. Wir können da bestimmt was Cooles draus machen. Wir brauchen jetzt erstmal diese Braustände. Das heißt, wir bauen uns jetzt hier ein. Und er hat Cobblestone benutzt und keinen Cleanstone. Das heißt, wir bauen uns einfach nochmal einen zweiten. Und zack, dann können wir die hier nämlich platzieren. Und werden wir jetzt Brauermeister. Okay? Bam. Dann brauchen wir Glas.
Und zwar macht man ja diese kleinen. Okay, so macht man die. Gut. Dann habe ich es noch richtig. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt, weil ich halt keine Ahnung davon habe und ich weiß nicht genau, wie das exakt funktioniert. Ich habe mir ungefähr 5 Minuten was durchgelesen, weil ich gedacht habe, hey, wir können Potions machen. Würde sich jetzt ja anbieten. Und dann müssen wir die nämlich mit Wasser füllen, von dem, was ich mitgekriegt habe. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal zum Villager-Dorf, füllen die voll. Eine lassen wir mal aus Testgründen so. Ey, Pegasus! Wieso gehst du denn jetzt runter? Was soll denn der Quatsch? Wieso tust du das? Wieso tust du mir das an, ha? Huh? Kleiner Frechdachs. Okay. Oh, lol. Das war eine clean Landung, oder? Habt ihr das gesehen? Ah, oh, das war nice. So, dann fliegen jetzt wieder hoch. Das war nicht so clean, aber pst, nicht verraten. So, Bibironia ist da. Dann gucken wir jetzt nämlich mal. Und zwar baut man, glaube ich, jetzt. Ich könnte mich irren, ja? Man macht die Wasser. Wieso geht das nicht? Okay, ich habe mir das ziemlich sicher angeguckt und ich war mir sehr sicher, dass man unten die Wasserflaschen mit Wasser reinmachen muss. Ich weiß, dass oben Netherwarzen reinkommen. Wieso geht das denn jetzt nicht? Ich habe gar kein Advancement gemacht. Du Held. Spiel. Wieso tust du das? Wieso tust du mir das an? Hä? Ich bin mir so sicher, dass die Wasserflaschen da unten rein müssen. Ich bin mir so sicher. Wieso funktioniert das nicht? Nein. Hä? Was mache ich falsch? Was ist das Problem? Ich weiß nicht, was da links rein muss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Netherwarze oben rein muss, weil da links passt sie ja auch nicht rein. Und unten müssen eigentlich Flaschen rein. Das ist auch so angedeutet von den Bildern her. Aber es geht irgendwie nur die leere Flasche. Warum geht denn nur die leere Flasche? Okay, aus Spinneneiern kann man, glaube ich, auch was machen. Vielleicht muss da links ein Spinnenei rein. Nein. Okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Übrigens, wir haben hier dieses Einhorn und den Huf von dem Nightmare, weil wir ja eine Einhorn-Nightmare-Kreuzung hatten, die wir vorhin getötet haben, ganz aus Versehen. Es tut mir immer noch leid. Schande über mein Haupt. Naja, okay, ich bin nicht ganz sicher. Wir gucken. Guckt! Wasserflaschen! Wasserflaschen! Hä? Wieso? Wieso funktioniert das denn bei denen und bei mir nicht? Was können wir aus Netherwarzen machen? Das ist aber richtig, oder? Man kann daraus was machen. Hier, schaut. Das geht. Ich bin ja so weise. Hä? Ich bin so verwirrt. Okay. Ich weiß nicht, was mein Fehler ist. Ich mache irgendwas falsch. Vielleicht. Okay. Vielleicht muss man die einzeln rein. Ehrlich, man muss die einzeln reintun. Wow. Ehrlich. Das ist frustrierend. Das ist wirklich gerade ein frustrierender Moment für die Menschheitsgeschichte. Ich glaube. Links, nee, Kohle geht nicht rein. Man braucht ja irgendein Brennmittel. Ich glaube, man braucht dieses Blaze Powder. Das sieht jedenfalls so aus. Das heißt, wir zerstören nochmal einen Rod oder ein paar Rods und dann haben wir auch Blaze Powder. So, dann haben wir jetzt zwar keine Blazing Rods mehr, aber das ist nicht schlimm. Und dann funktioniert's! Oh mein Gott, ich bin so zufrieden. Okay, dann können wir uns jetzt nämlich Tränke craften. Was können wir aus Potion of Beheading? Tanz, 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 bis du tot bist. Ich riech da einen Troll. Das ist. Stell dir mal vor, du weißt nicht, was passiert, ja? Und auf einmal kommt so eine Potion, die einfach dafür sorgt, dass dein Charakter anfängt zu tanzen, bis du irgendwann einfach stirbst. Ich meine. Ah, ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich bin sehr, 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 sehr froh über die neuen Schurken-Quests, okay? Ich finde, sie sind sehr lustig und ich habe große Freude daran. Ich kenne mich nicht so aus. Ich weiß nicht, wie man die charged macht. Okay, mit Gunpowder. Da muss man die danach nochmal da durchlaufen lassen, oder wie? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, man muss da steht 3 Steps. Das heißt, wir müssen danach nochmal was durchlaufen lassen. Ich gucke mir das, glaube ich, einfach nochmal an, damit ich hier nichts falsch mache und damit das alles so funktioniert, wie ich will, dass es funktioniert. Aber theoretisch haben wir hier schon mal einen guten Start, einen soliden Start. Das war's dann aber auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge Phoenix mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao!